Hallihallo, einen wunderschönen guten Abend, mal wieder sehr spät heute, Tag 5. Und ich werde einfach gleich loslegen, denn ich möchte noch ein bisschen Netflix gucken und ein paar Kommentare auf meinem TikTok-Account beantworten und dann irgendwann schlafen gehen. Ich meine, es ist schon nach 10 Uhr, aber wieder mal vor 12 Uhr geschafft. Also viel Spaß bei den heutigen 100 Liegestütz. Ciao, ciao. Die ersten 25. Schlimm ist nur, ich habe heute überhaupt keine Geschichte zu erzählen. Also wird es heute wirklich langweilig. Ich überlege auch schon, ob ich nicht einfach immer zwischen den Liegestütz auf Stopp drücke und wieder neu anfange, damit ich irgendwie irgend so einen Blödsinn quatschen muss. Aber eine Freundin von mir, Grüße an dich, Melanie, hat gesagt, die lacht immer ganz herzlich, wenn sie sich das anschaut. Also möchte ich sie auch diesmal wieder zum Lachen bringen. Also Melanie, halte durch, ich werde ein paar dumme Sprüche finden, die ich erzähle. Vor allen Dingen, nein, das mache ich in der nächsten Pause. Vor allen Dingen cool, dass du die Challenge angenommen hast mit diesen hüpfenden Bällen. Wobei ich ja hoffe, du schaffst es nicht, sodass ich meine Offiziere nicht dazu bringen muss, wie diese kleinen chinesischen Kinder mit den Bällen zu spielen. Aber Wette ist Wette. Also wollen wir mal schauen. Ich hoffe nicht, dass du es schaffst. Und ich sollte wieder damit anfangen, die Liegestützregeln am Fahrradfahren zu machen und nicht immer erst abends kurz bevor ich ins Bett gehe. Und rasieren könnte ich mir auch mal wieder. Mach ich morgen. Letzter Urlaubstag morgen. Nein, gelogen, ich freue mich. Ich übe auch schon früher aufstehen. Heute war es dann schon, ich glaube, 7. Also noch eine gute Stunde nach hinten, also 6. Und dann, wenn ich wieder zu Hause bin, auch 5. Das wird schon. Also noch 60. Noch 45. Aber auf eine Art ist es gut, dass es draußen jetzt regnet. Ansonsten wäre ich noch Cocktail trinken gegangen wahrscheinlich. Und wer weiß, ob ich dann nicht über die Challenge gestolpert wäre. Also ganz gut, dass es regnet und ich jetzt die Chance habe, Tag 5 zu beenden, nämlich nur noch 45. Aber es geht schneller und die Schmerzen sind nicht mehr ganz so stark. Hey, 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 hey. Ich glaube, ich muss noch mal auf TikTok gleich gehen, denn mein letztes Video geht ganz schön ab. Da bin ich echt stolz drauf. Nicht nur Klicks, sondern auch Diskussionen.
Und für die, ich habe meine 2000 Follower geknackt heute, sogar deutlich. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Freut mich, dass so viele Leute Interesse an unserem Bataillon haben, am wunderschönen Wachbataillon. Das machen wir weiter so. Mal gucken, ob wir das zusammen, nämlich indem ich unsere Soldatenfrage, dann doch erweitern können. Aber erstmal abwarten. 45 haben wir noch. Noch 30. Und für alle, die denken, mein Gott, dieser Idiot muss das veröffentlichen. Ja, muss ich. Denn ich weiß, ansonsten will ich es nicht durchziehen. Und durch den Druck, dass ich das erste Video veröffentlicht habe, habe ich jetzt den Druck, meinen eigenen Druck, persönlichen, positiven Druck, die 30 Tage jetzt durchzuziehen. Und ich habe mir auch schon die nächste Challenge im Kopf zusammengesetzt. Und das wären dann die Sit-Ups. Die wären wahrscheinlich richtig schlimm. Und was macht man nicht alles? Ich kenne Leute, die würden sagen, in der Midlife-Crisis. Okay, noch 30. Ich finde auch, der mit Bart ganz schön alt aussieht, also muss er wirklich wieder ab. Noch 20. Ich hätte gedacht, dass ich die letzten Beine auch in 15er Schritten mache. Und ich will Aquaman nämlich noch zu Ende gucken. Wer weiß, wann ich das nächste Mal wieder schaffe, wenn der Dienst anfängt, Fernsehen zu gucken und wenn ich, ob ich Bock habe dazu. Und ich finde ihn echt gut. Das, was ich bisher gesehen habe, eine gute Stunde. Von der Qualität her könnte er so wieder Schaufaktor haben wie Avatar, jetzt habe ich es, wie Avatar. Vielleicht nicht von der Story, aber das kann ich noch nicht sagen. Aber von den Effekten und von dem Reinziehen in den Film. Es hat mich bisher echt überzeugt, wenn es so weitergeht. Dann, wie gesagt, wird es ein Film wie Avatar, den man immer wieder gucken kann, immer wieder was Neues entdeckt. Und ihr merkt schon, die labern mehr, die Muskeln schmerzen wieder. Und mal gucken. Aber nein, das möchte ich nicht sagen, weil ich werde die letzten nicht einmal schaffen, die 20. Gucken, ob ich überhaupt noch eine Idee habe für den Trailer, um euch auf das ganze Ding hier aufmerksam zu machen. Aber denke schon, das schaffe ich wohl noch. Vielleicht muss ich mir demnächst noch eine andere App suchen dazu, weil mein iMovie ja irgendwann erschöpft ist. Und ich will euch auch was Neues bieten, nicht mal dieselbe Kacke. Nein, Kacke ist falsch, dieselben Schnitte, dieselben Ideen, sondern mal was Neues. Spät genug. In den letzten. Noch 8. Ich glaube, wenn wir jetzt nächste Woche
Prag sind, weil ich so morgens, weil abends werde ich das Bildschirm nicht schaffen. Und ihr wisst sicherlich warum. Weil man gute Gespräche hat. Nein, ich habe noch nichts getrunken. Okay, die letzten 8. Tag 5, 100 Liegestütz, meine Challenge. Bis morgen. Tschüss.